Hallo und herzlich willkommen zusammen. Diesmal schocken wir euch, weil diesmal mache ich die Ansage und nicht Tobi. Das ist ja, ist halt einfach so. Wir sitzen ja auch nicht alleine. Ich hatte nicht bezahlt. Ja, das stimmt. Aber das macht ihr sowieso nie. Aber mal von dem abgesehen, er begeistert uns ja immer noch mit seinem extrem künstlerisch gestalteten Hintergrund. Es geht nichts über diverse Kunst oder es kann auch weg. Aber egal, wir haben einen Gast, wie ihr da unten seht. Ja, es hat sich nochmal jemand breitschlagen lassen und Tobi kann euch jetzt nämlich sagen, wer dieser jeweilige Mensch ist, der sich das antut und zu uns dazustößt. Richtig, genau. Ich habe lange überreden müssen. Eigentlich wollte er gar nicht, aber nee, Quatsch. Das ist unser Gast heute, ist Kev. Wir kennen uns halt seit 4 bis 5 Jahren, sind so ja auf demselben Level, was gewisse Vorstellungen angeht und was wir vom Leben erwarten oder was das Leben von uns erwarten kann. Wie ihr merkt, es wird eine sehr schwere Folge für mich. Ich habe die jetzt im Doppelpack. Das ist nee, wir haben uns tatsächlich einfach so kennengelernt und haben dann gemerkt so langsam, ja, okay, es passt so von der Denkweise her und ist auch für mich so ein sehr interessanter Mensch und wir haben ihn auch aus einem gewissen Grund heute eingeladen, gerade aufgrund dieser Denkweise, denn er hat ein, ja, kann man sagen, Sabbatjahr gemacht, ist dann umhergereist mit seinem Camper in Europa und hat ein bisschen andere Kulturen kennengelernt, zu sich selbst gefunden und das klingt alles spirituell, ist aber gar nicht. Also wir wollen hier keine sonstige Sendung hier draus machen, sondern wir wollen einfach ein bisschen jetzt seine Story beleuchten. Warum hat er das gemacht? Warum ist er überhaupt wieder zurückgekommen? Also hält ihn ja keiner hier, ne? Dann haben wir gedacht, ey, das ist eine interessante Folge. Vielleicht ist es auch was für euch da draußen, für den einen oder anderen, gerade für dich zum Beispiel, ja. Auch mal was zu sagen. Was hat dich dazu bewogen oder was können wir daraus machen? Ja, wäre das auch was für mich? Und wie mache ich das überhaupt? Also wie gehe ich die ganze Sache an? Wie gehe ich das mental an? Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Und was erwartet mich auf so einer Reise? Und da hat er spontan Ja gesagt, zum Glück. Und, danke nochmal an alle Patreon-Stifter, das war verdammt teuer. Also die Überredung, da ein Steinchen nach dem anderen rübergewachsen. Es ist ja, deswegen grinst der unten auch so. Da würde ich auch grinsen. Nee, ist natürlich ein Spaß. Wir haben den nicht bezahlt, das ist ja wäre schlimm. Genau. In dem Fall, hallo Kev. Hi und danke, dass du da bist heute. Ja, servus Tobi, servus Patrick, vielen Dank, dass ich bei euch im Podcast sein darf. Das ehrt mich natürlich auch, bei euch in eurem tollen Backenbart-Brüder-Podcast Gast sein zu dürfen. Super, dankeschön. Aber du hast ja kein Bart wachsen lassen, das ist jetzt natürlich Problematik, die wir jetzt so... Ja, das lässt meine Genetik nicht ganz so zu. Also das wird definitiv nicht so ein Ergebnis wie bei euch dann später, selbst wenn ich es wollen würde. Das ist ein Talent, das kann nicht jeder haben, aber... Nachhelfen, ne? Also. Ja. Du machst dir nichts draus, ich bin auch schon ein bisschen älter. Irgendwann rutscht es einfach vom Haupthaar nochmal ein Steckwerk weiter runter ins Gesicht. Ist ganz normal, das ist... Und ein großer Teil davon auch auf dem Rücken, oder? Das wollen wir jetzt. Wie war denn deine Reise so? Nein, also. Gut, nee, wie Tobi ja schon gesagt hat, er hat es, glaube ich, ganz am Anfang so ein bisschen benannt. Was hat dich denn dazu bewogen? Das ist so die Long-Term-Frage. Aber was, glaube ich, viel wichtiger ist, man muss sich ja erstmal vorbereiten, bevor man sowas angeht. Nicht nur mental, was ja, glaube ich, das größte Projekt ist, sondern auch, wie komme ich überall hin, was ich vorhabe oder komme ich zu den jeweiligen Orten denn hin? Erzähl doch einfach mal, was für dich so der kleine Tritt in den Hintern war, zu sagen, okay, ich gehe das genau jetzt an. Ja, okay. Der Grund, warum ich überhaupt solche Gedanken hatte, wegzugehen, auszubrechen, mal raus aus dem alltäglichen Leben, in dem ich mich eher gefangen gefühlt habe, war tatsächlich ich war unglücklich mit dem Leben, das ich zu der Zeit geführt habe.
Wusste aber ehrlich gesagt nicht so richtig, warum. Ich hatte einen Job, der mir zwar nicht mehr so viel Freude bereitet hatte, wie zu Beginn. Ich habe tolle Hobbys gehabt, ich habe Freunde um mich herum gehabt, ich habe mir die Sachen leisten können, die ich gebraucht habe. Ich habe ein Motorrad gehabt, ich habe einen tollen Mercedes gehabt. All diese Sachen, die mich, wo ich jetzt weiß, immer nur kurzfristig glücklich gemacht haben, all das hatte ich zu der Zeit und dachte, deshalb sollte ich eigentlich glücklich sein. Habe aber gemerkt, ich bin es nicht. Und wie gesagt, ich wusste einfach nicht so richtig, warum. Irgendwann ist mir das mit der Arbeit dann immer bewusster geworden, beziehungsweise mir war schon bewusst, dass ich in der Arbeit nicht glücklich war. Aber ich meine, sind wir mal ehrlich, das ist der Großteil der Menschen um uns rum. Also bei mir war es zumindest so, der Großteil der Menschen um mich rum war nicht glücklich mit der Arbeit. Also da war die Arbeit einfach Arbeit. Man musste es tun, wenn man das Geld gebraucht hat, um sich seine Fixkosten leisten zu können, beziehungsweise hier und da auch mal Luxus und da mal in Urlaub und hier mal in Urlaub. Genau, also es war eher so ein Muss. Ja, du musst arbeiten, damit du XY bekommst und genau. Und irgendwann kam ich aber an so einen Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte das nicht mehr. Es gibt Leute, die sind glücklich. Ja, also das war dann auch nochmal so ein Ding. Ich habe Leute gesehen, die sind glücklich mit ganz, ganz wenig, mit wenig Geld, mit wenig Hab und Gut. Es gibt Leute, die haben ganz, ganz viel und sind super unglücklich, haben vielleicht Depressionen, verfallen in der Drogensucht etc. Das waren dann auch so Fragen, wo ich gesagt habe, wie machen die einen das oder was machen die anders wie die anderen? Und irgendwann war der Druck dann so groß, wo ich gesagt habe, ich möchte es nicht mehr, ich möchte. Also mir ist auch bewusst geworden, dass die Lebenszeit, die wir haben, einfach anhand den Tagen, die so vergangen sind, hoppladihopp, also nach einer Woche hat man gedacht, oh, die Woche schon wieder rum und irgendwie ist man nicht vorangekommen im Leben. Dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, jetzt muss ich irgendwas machen. Weil wenn ich jetzt genauso weitermache, dann wird es vielleicht noch 10 Jahre gut gehen, vielleicht noch 15 Jahre und dann werde ich so richtig unglücklich. Und auf dem Weg dahin, ja, mache ich aber auch mein Umfeld unglücklich, weil ich habe kein Glück, keine Positivität ausgestrahlt und habe dadurch dann auch so mein Umfeld so ein bisschen auch runtergezogen. Und dann, wie gesagt, war mir bewusst, dass ich da was ändern muss. Und dann war der erste Gedanke, okay, ich kündige. Ist mir natürlich alles nicht so einfach gefallen, weil ich ein sehr enges Verhältnis mit meinem Chef hatte. Also das persönliche Verhältnis war sehr, sehr gut. Nur die Arbeit hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Zum anderen habe ich dann auch wieder überlegt, okay, wie soll es danach weitergehen? Ich kündige, beziehungsweise hätte nicht einfach so gekündigt, sondern wollte dann schon was anderes in der Hand haben. Also Nur. eine gewisse Sicherheit trotzdem noch haben, ne? Genau, richtig, richtig. Und mir ist aber nichts eingefallen, was ich jetzt anders oder was ich jetzt als neuen Job anfangen könnte, beziehungsweise also wo ich jetzt meinen beruflichen Fokus drauf legen möchte. Und dadurch, dass mir das noch nicht so ganz also noch nicht ganz so klar war, habe ich gesagt, okay, ich wollte, also ich habe mit dem Gedanken. Also die Reise hat gestartet 2017 und ich habe mit dem Gedanken 2014, 2015 im Urlaub immer mal wieder, oder ich habe diesen Gedanken im Urlaub immer mal wieder aufgegriffen gehabt. Naja, wie wäre das denn jetzt alles in Deutschland abzubrechen und jetzt in diesem schönen Urlaubsland direkt am Meer unter Palmen dauerhaft zu leben? Und Als Auswanderer kann ich dir sagen, sei froh, dass du das nicht gemacht hast, weil das ist so Format Auswanderer oder wie die da alle heißen, ja, die dann so gefühlt nach 2 Monaten wieder zu Hause sind und am selben Punkt sind wie davor und wundern sich, warum. ja, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, definitiv, ja. Und ja, dieser Gedanke, der ist schon immer wieder hochgekommen, immer wieder präsent gewesen. Und ja, ich habe in meiner Jugend habe ich hier und da auch mal in einem Auto geschlafen, wo wir feiern waren. Also nach dem Feiern habe ich im Auto geschlafen, habe ich gemerkt, naja, das geht ja auch irgendwie.
Und irgendwie hat sich das dann alles so zusammengefügt. Wie gesagt, ich war unglücklich, ich wollte kündigen und dann kamen diese Gedanken, was kommt jetzt? Und dann dachte ich ans Ausland, ich dachte an einen Camper. Ich wusste noch nicht so richtig, wie ich es anstellen soll, ob ich es überhaupt machen soll. Ja, ich habe sehr mit mir gehadert auch, weil man natürlich eine gewisse Sicherheit ja auch hier aufgibt. Also wenn ich meinen Job hier in Deutschland aufgebe und plötzlich nichts mehr arbeite, dann lebe ich die nächste Zeit von meinem Ersparten und weiß erstmal nicht, wann komme ich wieder zu Geld, wann komme ich wieder zu Einkommen und wie wird das dann für mich? Und habe mich dann aber nach langem Hin und Her und nach einem sehr, sehr guten Buch entschieden, das wirklich zu machen. Während der Zeit, wo ich ja unglücklich war, habe ich natürlich auch nach Lösung gesucht, also so im Endstadium, dann kurz vor der Reise oder kurz vor dem Entschluss habe ich nach Lösung gesucht, wie ich ja oder wie ich zu meinem Glück finde. Ja, das war so der Gedanke, wie vorher auch schon angesprochen gehabt, die einen, die haben gar nichts und sind super glücklich und die anderen, die haben sehr, sehr viel und sind eben nicht glücklich. Und das war so eine Frage, die hat mich beschäftigt. Und dann habe ich angefangen, nach Lösungen zu suchen. Und dann bin ich auf ein super gutes Buch gestoßen von Anthony Robbins. Das ist einer der größten Persönlichkeitscoaches weltweit, also kommt aus Amerika, ist aber weltweit sehr gut vertreten. Habe ein gutes Buch von ihm entdeckt, Anthony Robbins, das Robbins Power Prinzip. Ist aber keine Das Buch. Werbesendung hier jetzt. Ja, wir sollten Nein. es bloß mal sagen. Also, wir stehen nicht in Kontakt gerade mit, auch er nicht oder sonstiges. Es tut mir leid, Kev, aber ja. Keine Werbesendung, aber kauft euch dieses Buch. Ja, Schnitt. Sehr geil. Ich muss das wirklich sagen, weil das Buch hat mein Leben schlagartig verändert. Das Buch hat meine Denkweise über das Leben, über mich selber, über die Mitmenschen, über die Welt komplett verändert. Und dort wurden einfach Fragen gestellt, die ich mir so noch nicht gestellt habe. Jedenfalls hat mich das Buch sehr, sehr bestärkt, in dem auszubrechen, in dem ich nicht glücklich bin und Aus das deiner zu tun, Komfortzone raus. und das zu tun, was mich wirklich glücklich macht. Ja, das ist so die Kernbotschaft, die ich da dann auch rausgezogen habe. Das hat mich einfach in diesem Vorhaben extrem bestärkt, weshalb ich dann so bei der Hälfte des Buches gesagt habe, okay, ich kaufe mir jetzt einen Camper. Und mir ging es auch bei der Reise gar nicht so sehr um die Länder, die ich besuche. Mir ging es vielmehr darum, mich selber zu finden. Also mal rauszugehen aus dem, was man kennt, raus aus seiner Komfortzone. Und mal auch auf sich alleine gestellt zu sein, mit Problemen, mal komplett alleine klarzukommen, mit den Gedanken, die dann kommen, wenn man sich nicht ablenken kann, mit denen umzugehen und mit denen allein zu sein. Also all sowas, das wollte ich mit der Reise eben ja bewirken. Und habe dann, wie gesagt, nach der Hälfte des Buches beschlossen, okay, felsenfest, ich werde mir diesen Camper kaufen. Und dann ging eigentlich alles sehr, sehr schnell. Ich bin ins Internet gegangen, mobile.de, auch wieder keine Werbesendung. Wir müssen so viel Piep mit reinschneiden ab jetzt. Es gibt natürlich auch Autoscout24 oder sonstige Plattformen, wo ihr euch natürlich euren Lieblingscamper oder Mercedes, BMW, Fiat, wie ihr wollt, Toyota besorgen könnt. Genau. Bin auf eine diverse Plattform gegangen, wo ich gebrauchte Fahrzeuge kaufen kann. Und ja, mir war schon klar, was für eine Marke es werden soll. Es war dann nur noch die Frage, welches Modell. Wird es eher ein neueres Fahrzeug? Wird es ein älteres Fahrzeug? Und ja, dann bin ich durch Zufall auf einen alten VW LT 31 gestoßen, Baujahr 85. Oh, fast mein Baujahr. Ist was Gutes. Man sieht ihn übrigens im Hintergrund, ne? An dem Bild.
Und natürlich auch aus dem Grund, dadurch, dass die Technik dort so alt ist, kann oder wusste ich damals schon, kann ich eigentlich alles mit einem Werkzeugkoffer reparieren. Und daraufhin habe ich dann mit meinem besten Freund zwei dieser LTs angeschaut, die ich da gesehen habe. Und der erste war ein Feuerwehr oder das erste war ein Feuerwehr Auto ohne Hochdach, war super interessant, hatte super viel Charme und Charakter, aber war dann doch eher ein Tick zu klein. Ich wollte stehen in dem Fahrzeug, weil ich wusste, ich werde auf unbestimmte Zeit losgehen. Ich habe mir kein Datum gesetzt. Okay. Genau, ich werde auf unbestimmte Zeit losgehen und ich muss darin wirklich leben können, also auch stehen, und ich will dann nicht in der Hocke kochen müssen oder so. Also das war eine ganz schreckliche Vorstellung. Und dann den zweiten, den wir dann uns angeschaut haben, der stand in Mannheim, haben wir dann direkt mitgenommen. Okay. Und es war dann auch genau, wie ich erzählt habe. Also ich habe mir im Vorfeld keinerlei Gedanken gemacht, ob ich in den Ländern, in die ich fahren möchte. Gut, ich war auch mit den Ländern noch gar nicht so sicher, da war ich auch sehr frei. Aber ich habe gar nicht geschaut, ob das Ganze möglich ist, ob ich auch wild campen kann und darf oder ob ich auf Campingplätze gehen muss. Ich wusste eigentlich gar nichts und habe mich da auch nicht weiter informiert. Ich meine, weiß ich nicht, ob das immer so gut ist. für mich in dem Fall war es perfekt, weil wahrscheinlich, wenn ich mich vorher informiert hätte, hätte ich es vielleicht gar nicht gemacht. Weil in allen Foren dann im Nachhinein, was ich dann im Nachhinein gelesen habe, überall Wildcampen verboten war. Und In ich Spanien mir wird dann das klar, richtig teuer. ja, genau. Also ich habe mir dann im Vorfeld schon auch ausgerechnet, wenn ich auf den Campingplatz gehen muss, dann ist es auf jeden Fall eine begrenzte Reise. Oder ich muss irgendwo mir relativ schnell dann eine Arbeit suchen. Was ich aber nicht wollte, weil ich wollte ja die Zeit für mich nutzen. Ja, jedenfalls den Camper dann mitgenommen, gekauft. Das war so ungefähr im November 2016. Dann auch direkt angefangen, den Camper umzubauen. Ich habe kurz vor diesem Kauf habe ich meinen Job gekündigt. Wie gesagt, war ein schweres Gespräch dann, aber ich habe ihn gekündigt, habe gesagt, okay, ich brauche jetzt die Zeit, um meinen Camper auszubauen. Und habe dann über die Monate, ja, ich glaube, am Anfang habe ich noch ein bisschen was anderes gemacht, aber im Dezember habe ich dann wirklich angefangen, tagtäglich an dem Camper zu arbeiten, an dem Ausbau zu arbeiten und mir den so zurechtzuschustern, was ich eben dafür brauche. Also ich habe ihn autark aufgestellt, ich habe ein Solarpanel oben drauf gebaut. Okay. Große Wassertanks eingebaut, was er vorher nicht hatte. Ich habe eine LPG-Gasanlage eingebaut, weil Günstiger. das Ding ordentlich Spritschlucker ist und ich dann auch wieder hin und her gerechnet habe und ich wollte natürlich so lang wie möglich unterwegs sein, sprich ich muss irgendwie günstig fahren. Dann habe ich eine LPG-Gasanlage, wie gesagt, noch eingebaut, habe mir den soweit fertig gemacht und ja, habe das Ganze dann mit meinem besten Freund zusammen gemacht. Der hat mich da sehr tatkräftig unterstützt, auch mit der ganzen Elektrik, die neu zu verlegen in dem Fahrzeug. Und ja, dann ging das so ins Frühjahr dann 2017. Die Reise kam dann immer näher. Es hat sich für mich nicht ganz echt angefühlt. Ich hatte ja keinen Job mehr. Ich habe jeden Tag an dem Camper gearbeitet. Okay, da mal eine kurze Frage, Entschuldigung, weil tut mir leid, jetzt, aber sonst verliert sich dann ja auch der Zuhörer, weil das ist jetzt schon, es ist sehr viel Information, also nicht böse sein. Deswegen kriege ich da einfach jetzt mal zwischen rein. Es war ja, man hörte, es war sehr, sehr viel Vorbereitung, die du da, du bist jetzt halt in alle Richtungen gegangen, was Vorbereitung betrifft. Klar, Fahrzeug, was brauche ich, wo soll es hingehen, warum mache ich das für mich, woher kommt die Inspiration? Viel Input. Erste Frage, wie lang, wenn es möglich ist, kompakt halten, weil es ist ein Thema, wo ich dich absolut verstehe, da kann man, boom, man kann stundenlang drüber reden, man ist irgendwie immer noch nicht komplett da, wo man sein wollte. Wie lang warst du denn bis zu dem Punkt, wo du gerade eben aufgehört hattest, wo es für dich dann das Gefühl kam, es geht jetzt irgendwie schon bald los? Bis zu dem Punkt, wie lange warst du da schon ohne Arbeit? Das war das Erste. Und das Zweite ist,
während diesem ganzen Umbau und durch das, dass dein bester Freund wusste, was du vorhast, hat es ihn auch irgendwie zumindest mindestens zum Überlegen gebracht, dass er eventuell auch zumindest sich und sein Leben in Frage stellt in gewisser Art und Weise? Das sind so die zwei Fragen, die ich habe. Dann habe ich bestimmt, hat dann auch Tobi noch Fragen, hoffentlich. Hoffentlich, ich brauche Zeit. Ja. Also das wären die zwei Fragen, die ich jetzt bis hierhin hatte, ja, weil das bestimmt auch Fragen sind, die die Zuhörer draußen wissen wollen. Ja, ja, genau. Also es war dann so, dass ich mich auf den Dezember habe, gut, ich weiß nicht, darf ich das hier sagen, ich wurde gekündigt dann im Dezember und da, beziehungsweise dann auf den 1.1., 2017 wurde ich dann gekündigt und ich habe im Dezember schon angefangen, so ein bisschen an dem Camper rumzuschrauben und ab Januar dann so richtig, also da, wo ich dann freigestellt war, habe ich dann richtig angefangen, an dem Camper zu arbeiten. Also sprich, der Beginn der Reise war dann 2017 im April und von Dezember bis April habe ich an dem Camper gearbeitet. Also knapp 4 Monate dann, aber ab Januar mehr oder weniger Vollzeit zu zweit, ja, mindestens an dem Camper dann für deine Bedürfnisse. Also in den meisten, also meistens war ich dann allein tatsächlich, weil mein Kumpel, der musste ja arbeiten, der hatte noch einen Job oder der hat immer noch einen Job. Okay. in der meisten Zeit war ich allein, aber am Wochenende ist dann eben mein Freund mit dazugekommen. Okay, und Frage 2, also wie gesagt, wie hat es ihn so beeinflusst? Hat der auch so Momente gehabt, ohne jetzt dazu privat zu werden, aber hat es ihn vielleicht auch so ein bisschen mitgenommen in Sicht? Ja, also man muss da zuerst sagen, er ist ein bisschen anders strukturiert, er ist deutlich beständiger als ich, also ich war schon immer recht sprunghaft auch, er war schon immer sehr beständig und ihn konnte man eigentlich gar nicht so einfach von seinem Weg abbringen. Er hatte natürlich seine festen Ziele im Kopf, die er dann immer schön fleißig versucht hat zu verwirklichen oder auch verwirklicht hat. Und ihn hat es da gar nicht so sehr, also klar, es hat ihn schon zum Nachdenken angeregt, definitiv. Aber jetzt so diese Überlegung, auch so eine Reise zu machen oder auch mal irgendwie raus, auszubrechen oder sowas, das war gar nicht da. Also okay. Den Gedanken ist da gar nie aufgekommen. Er hat sich natürlich dann die Fragen gestellt, warum mache ich das? Was könnte mir das bringen? Ja, also da waren schon hier und da Gedankengänge von seiner Seite, aber nie so tief, dass er das jetzt auch machen wollte. Also ich konnte ihn da nicht anstecken, was ich auch gar nicht wollte. Ja, also das war ja mein Ding, mein Weg. Ja. Und er hat es auch dann vollkommen akzeptiert und verstanden, dass es mein Ding ist, dass ich das jetzt brauche. Das heißt ja nicht, dass es jeder machen muss oder dass jeder über den Weg dann ja zu seinem Glück findet oder zu seiner inneren Mitte, sondern es geht ja auch zu Hause, in seinem gewohnten Umfeld. Für mich war es aber einfacher, auszubrechen. Ich habe dazu eine Anschlussfrage, weil es bestimmt einen oder anderen auch interessiert und ich kenne das selber von damals, als ich gesagt habe, hey, ich mache mich selbstständig. Also das war natürlich ein Riesenschritt für mich. Und ich weiß, dass ich nicht nur Zustimmung bekommen habe. Also es gab auch ganz viele, die gesagt haben, bist du doof? Also hast du einen am Helm? Also was machst du da? Schau mal, du hast einen sicheren Job. Guck mal, du verdienst da Geld, gutes Geld und bla bla bla. Und dann, aber für mich war das ja auch so ein Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich bin nicht mehr glücklich mit dem, was ich gerade tue. Und ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte was ausprobieren. Ich möchte auch mal ein Risiko eingehen. Ja, ich bin auch nicht so dieser Ultrasicherheitstyp. Und deswegen kenne ich das halt auch von mir, dass da immer wieder auch mal Gegenwind kommt. Ne? Also egal, was du tust, gerade bei so einem großen Schritt, kann ich mir auch gut vorstellen, dass du bestimmt auch nicht nur Zustimmung bekommen hast. Hast du da irgendwie auch Gegenwind bekommen oder hat es dich irgendwie nochmal drüber, nochmal irgendwie bewogen, nochmal drüber nachzudenken, ob das eine gute Idee ist oder bist du mit sowas umgegangen, mit Leuten, die gesagt haben, würde ich nie machen. Was machst du da eigentlich? Ja, ja, ja. Ja, auch interessante Frage. Den Gegenwind, also ich kann mir das bei dir sehr gut vorstellen. Ich meine, ich habe da ja auch noch die Zeit so ein bisschen miterlebt und mitgekriegt. Aber es ist tatsächlich so, dass das nicht alle verstehen. Aber ich würde so die Aufteilung so 50-50
die einen, die haben es extrem gefeiert und die anderen, die haben gesagt, warum gibst du deine Sicherheit hier auf für ein unsicheres Leben? Und das Wichtige war auch noch, die Leute oder viele Leute haben gesagt, ja, was machst du dann? Faulenzen. Hast keinen Bock mehr zu arbeiten. Ja, also das war so eine Denke, die. Aber ich habe mich dann auch gar nicht so sehr mit den Menschen beschäftigt. Ich habe dann eben rübergebracht, warum ich mich dafür entschieden habe, warum ich das machen möchte. Und ich habe mich von keinem einzigen tatsächlich davon irgendwie beeinflussen lassen oder mich wieder zum Nachdenken gebracht. Ich meine, klar, die Eltern, weiß ich nicht, wie es bei dir war, ist da ja auch nochmal ein großer Punkt. Oh, für die Eltern ist das immer ganz schlimm, wenn das Kind dann plötzlich die Sicherheit aufgibt. Also für meine waren es schlimm. Und das ist ja dann nochmal bei mir der Unterschied wie bei dir. Ich meine, du hast deinen sicheren Job aufgegeben. Bei mir war es eher so, ich war dann auch nicht mehr greifbar für meine Eltern oder generell auch für meine Familie oder auch Freunde haben das dann, ne, wobei Freunde das mehr verstanden haben wie die Familie. Und die wollten das dann nicht so sehr. Und die haben mir das dann auch versucht auszureden, was ja auch irgendwo verständlich ist. Aber auch davon habe ich mich, ja, gut, okay. mehr oder weniger, aber ich weiß, was du meinst. Es ist, ja. Ich glaube, was du da sagst, ist eher der, ohne das jetzt, das ist ja kein Pauschalurteil, ja, oder gegen die Person, aber ich kenne es selber. Oftmals machen es die Personen aus einem gewissen Egoismus heraus, wie du schon gesagt hast. Die Person ist nicht mehr greifbar, die ist nicht mehr da, dadurch kommt das Gefühl auf, Person verlässt mich in irgendeiner Art und Weise, was ja aber nicht der Fall ist. Diesen Blickwinkel zu haben, egal wie fern man zu der Person jetzt steht und wie eng man dazu ist, den Blickwinkel zu bewahren, zu sagen, hey, ich mag die Person, respektive ich liebe die Person, wenn es familiär ist oder die Partnerin, ich möchte das Beste für die Person, die kriegt man in solchen Situationen durch diesen Anführungsstrichen Verlust meistens nicht so ganz hin. Da gehört viel dazu, dass man diesen Blickwinkel bewahren kann. Deswegen habe ich gerade so für die Leute, die es nicht sehen, so, ich bin da nicht so ganz dabei, aber der Tenor, wie du ihn beschrieben hast, der allgemeine, ist genau das. Dass es nicht aus dem bösen Willen heraus ist, sondern ja, eher so, ich möchte ihn beschützen. Viele sind es halt auch nicht gewohnt, dass man so eine Denkweise hat, weil es ist ja nicht wirklich, dass jeder jetzt so sagt, ey, ich möchte wirklich aus dem tiefsten Inneren wieder glücklich werden. So, die meisten sind in ihrem Trott halt drin und dann kennen sie es halt auch von früher nicht anders. Gerade halt, wenn du Eltern hast, ne, das ist ja halt, sagen wir mal ehrlich, das ist einfach, da bist du in so eine Firma reingeboren worden oder in dein Leben und dann hast du das gemacht 40 Jahre lang und dann war das gut. Ja. So, da ist ja auf die Idee gekommen irgendwie, oder halt, weiß ja keiner, aber sehr wenige sind auf die Idee gekommen, jetzt was zu ändern, weil sie sagen, hör ja, das war schon immer so. Da war es halt ein Hippie bei vielen. Ja, genau, ja. Halt, und das ist halt, glaube ich, auch so dieses Ding, wo jetzt halt einfach so ein Umschwung passiert und das ist ja, deswegen finde ich auch, das ist ein richtig cooles Thema, gerade jetzt, wo viele so ein bisschen so, ach, ich bin nicht zufrieden, ich möchte irgendwas ändern, dass man denen auch so sagt, hey, das ist nicht, dieses allgemeingültige Gedanke ist vielleicht nicht richtig, sondern schau, dass du das Beste aus deinem Leben machst und dass du auch glücklich bist und wirst. So, das ist nur, weil dir jemand sagt, musst arbeiten gehen und 40 Jahre lang im selben Betrieb. So, nee, man kann auch wechseln. So. Es geht heutzutage auch oftmals gar nicht mehr, so 40 Jahre in einem Betrieb. Also wenn man jetzt auf der Schiene halt ist, ne? Tatsächlich. Was oder ich man aber kann so eine schöne Reise machen. So, einfach mal sich trauen, wenn man Bock drauf hat. Es gibt immer Leute, die Nein sagen und sagen, ich würde es nie machen, aber das sind halt manchmal auch Grenzen von diesen Menschen. Da sollte man sich nicht unbedingt so beeinflussen lassen. Also viele Dinge, die du jetzt so gesagt hast, also viele, viele Sachen, die du gesagt hast, kenne ich auch so. Die Leute, die den Podcast schon länger hören, ich hänge das nicht an die große Glocke. Ich bin seit sehr, sehr vielen Jahren Buddhist, ich glaube jetzt schon bald 10 Jahre. Viele Dinge, die du ansprichst, sind Grundgedankengänge, die wir jetzt so auch haben, ja, was jetzt nichts mit Meditation oder irgendwas zu tun hat, sondern dieses Out of the Box. Life begins outside of your comfort zone, weil nur da begegnen dir dann auch Dinge, die ständig im Wechsel sind, die dich auch weiterbringen, weil es ist Erfahrung, die du sammelst. Und es gibt da kein richtig oder falsch, sondern es ist eine Erfahrung. Und wenn man das auf richtig oder falsch ummünzen würde, wo jetzt viele versucht haben, dich zu überreden, ob das jetzt richtig oder falsch ist,
dann hast du, egal wie es ausgeht, ob es jetzt richtig oder falsch ist, eine Erfahrung rausgezogen, die dich dazu im besten Sinne bewegt, dass du beim nächsten Mal, wenn dir was Ähnliches oder dasselbe passiert, vorbereiteter bist. Und du hast halt auch eine Sache gesagt, du möchtest glücklicher werden. Und was für mich jetzt gerade so eine Sache war, ist, du hast den Materialismus angesprochen. Da hat es bei mir so hinten im Hinterkopf Klick gemacht. Weil das auch im Buddhismus so ist. Also nicht nur im Buddhismus, der in Form von Mönchen ist, die besitzen 7 Dinge. Mehr dürfen die nicht besitzen. Und ich habe noch nie einen depressiven Mönch gesehen, mal von dem abgesehen. Aber die kommen damit klar, weil das nicht die Hauptsache ist. Ich habe selber auch nicht verdammt viel. Klar, ich habe ein Mikrofon oder so. Brauche ich es unbedingt zum Überleben? Nein. Aber ich habe sehr, sehr wenig Materielles im eigentlichen Sinne. So das Gängige, was man sowieso hat. Aber es macht dich nicht glücklich. Und das ist das, was, wo ich dann hellhörig geworden bin, auch. Du beziehst Glück nicht aus irgendwelchen Gegenständen. Es macht dir vielleicht hier und da in Situationen das Leben leichter. Es gibt dir für einen gewissen Zeitraum Happiness, also Glück. Ein gutes Beispiel ist immer, du kaufst dir ein neues Auto. Irgendwann riecht es nicht mehr neu. Du hast auch nicht mehr beim Einsteigen und beim Fahren dasselbe Gefühl wie dem Moment, wo es noch so gerochen hat. Du kaufst halt ein neues Auto. 3 Monate. Ja. 3 Monate, also nach 3 Monaten ist tatsächlich so, da flacht das Ganze extrem wieder ab. Es ist ja auch eine gewisse Gewohnheit. Ja? Man genau. Ist es gewohnt, mit dem tollen AMG oder mit dem Porsche oder was auch immer zur Arbeit zu fahren. Und wenn man vor mit der Straßenbahn gefahren ist, Entschuldigung, das ist, komm in die Gruppe. Mit der Bahn bin ich gekommen, mit dem Porsche kann ich mal. Es tut mir leid, das ist aus dem Running Gag bei uns. Das ist so, komm in die Gruppe, Porsche Mama, Porsche. Ja. Das, was du da ansprichst, ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass Glück, dass ich Glück aus keinem materiellen Ding irgendwie ziehen kann. Auch nicht von anderen Personen. Auch nicht von anderen Personen. Das ist ja auch immer so, also so war ich früher auch und so sind ganz, ganz viele Leute auch in meinem Umfeld. Wenn XY eintritt, dann bin ich glücklich. Ja, also wenn ich im Lotto gewinne, dann bin ich glücklich. Oder bei der nächsten Gehaltserhöhung, Mensch, dann bin ich so richtig, dann geht es mir gut. Ja, oder Gehalt XY, so. Und ich glaube, das ist einfach eine falsche Denkweise. Wir dürfen unser Glück nicht von anderen Faktoren abhängig machen. Wir müssen sagen, jetzt bin ich glücklich. So, also wofür sind wir dankbar? Was haben wir jetzt? Ja, lass uns dankbar sein oder glücklich sein über die Gesundheit, die wir haben. Ja, in dem Maße, in dem wir sie haben. Lass uns glücklich sein über ein Dach, über dem Kopf. Ne? Ich meine, wir haben vorher auch schon ein bisschen geredet, Afrika, da hast du, Patrick, auch nochmal ganz andere Bilder gesehen. Gut, ja? Afrika jetzt was nicht, aber andere, aber ich weiß, klar, ja. Ja, da hast du auch nochmal ganz andere Bilder gesehen, was wahrscheinlich auch einiges mit dir gemacht hat. Und so ist es. So war diese ganze Reise für mich auch. Ich habe sehr viel dann auch gesehen und mir wurden sehr, sehr viele Dinge bewusst, weshalb ich gesagt habe, okay, Glück beginnt nicht da draußen, sondern Glück beginnt in mir selber. Ich bin selber dafür verantwortlich, ob ich glücklich bin oder nicht. Und das kann ich auch sehr gut beeinflussen oder können wir alle sehr gut beeinflussen, wenn wir so ein bisschen unsere Psychologie verstehen, wenn wir so ein bisschen verstehen, warum wir gewisse Entscheidungen treffen, ja, was die Grundlage dafür ist oder auch mal die Gedanken, die wir tagtäglich haben, die wir gar nicht mehr hinterfragen, die vielleicht mal wieder zu hinterfragen. Warum denke ich denn so, wie ich denke? Ist das überhaupt richtig? Ja, also auch Glaubenssätze, die wir haben, also wir glauben an ganz gewisse Sachen, die aber gar nicht belegt sind. Ja, die haben wir irgendwo vielleicht in unserer Kindheit mal aufgeschnappt. Die haben unsere Eltern vielleicht immer mal wieder angesprochen. Und die mal wieder zu hinterfragen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt in dem Ganzen, um sich selber da ein Stück näher zu kommen. Wie war das in diesem Hinblick auf die Reise gesehen? Hattest du da so ein Aha-Moment, wo du gedacht hast, hey, ich sehe auf einmal irgendwas, was ich, also ganz anders, irgendeine Situation, die ich davor irgendwie hätte negativ sehen, gesehen hätte oder irgendwie sowas. Also gab es da irgendwie so einen Moment, wo du gesagt hast, wow, ich verändere mich gerade oder war das ein schleichender Prozess und am Ende quasi hast du nochmal so zurückgeblickt. Also das würde mich so interessieren, ob du so einen Aha-Moment hattest, irgendwie so, ja, ja. Hey, die Situation, die hätte ich irgendwie ganz anders empfunden damals.
mit meinem in Anführungszeichen negativen Denkansatz oder so? Oder war das dann am Ende so rückblickend, hey, ich habe mich schon verändert? Also es war tatsächlich eher so dieser schleichende Prozess. Und man muss auch sagen, nach dem ersten Buch dann auch von Anthony Robbins, das ich noch komplett gelesen hatte, bevor ich dann losgefahren bin, wusste ich genau in diesen Bereichen, also wo es auch sehr viel um Psychologie, um den Mensch geht, um das Innere, was in uns passiert, welche Prozesse da so stattfinden. Das hat das Thema, dieses ganze Thema, auch die Persönlichkeitsentwicklung, die hat mich so sehr gepackt, weshalb ich mir dann, ich glaube, 15 Bücher in Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Unternehmertum. Unternehmertum, Tobi, wir haben auch vor der Reise hier und da so ein bisschen darüber gesprochen, das ist auch ein Thema, was mich sehr gereizt hat. Hab mich, wie gesagt, gut ausgestattet mit Büchern in den Bereichen. Und es war dann auch, also das hat sich so in der Vorbereitung für die Reise hat sich das entwickelt. Das war auch der Plan dann, also mich selber weiterzuentwickeln, mich voranzubringen, und wie gesagt, mich selber zu verstehen und meine Stärken zu verstehen und auch zu sehen. Und daher war das eher so ein schleichender Prozess, weil ich wusste ja, was ich will. Ja, ich wollte mich dementsprechend verändern. Auch in meiner Denkweise wollte ich mich verändern. Ich wollte anders denken. Und ich glaube, deshalb gab es da nicht so diesen Aha-Moment. Es gab dann irgendwann tatsächlich nach der Reise in meinem neuen Job, dann also bestimmt auch schon wieder ein Dreivierteljahr nach der Reise. Da kam mal ein Moment, wo ich tatsächlich gedacht habe, okay, jetzt trägt das Ganze Früchte. Weil am Anfang, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, dann kann einen das viel mehr aufwühlen. Ja, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Es kann einen viel mehr verwirren, als dass es Klarheit schafft. Und das hat es tatsächlich am Anfang. Also das war so ein Gefühlschaos dann auch. Es war dann wieder verwirrt. Dann war ich wieder auf dem richtigen Weg. Dann habe ich gedacht, oh nee, das hat alles nichts gebracht. Ich habe gar nichts verstanden. Also das war sehr durchwachsen tatsächlich. Um da reinzugehen, für dich war es ein schleichender Prozess. Ich kenne es selber, als ich eben, wie gesagt, mit dem, was ich vorher genannt hat, als ich diesen Weg für mich gegangen bin, habe ich für mich selber nicht wirklich viel gemerkt. Es war, man hat schon gewusst, okay, das ist eine andere Denkweise. Es gibt Dinge, die du bewusst natürlich wahrnimmst, aber das meiste nimmst du unbewusst wahr oder tust du dann auch unbewusst. Bei mir war es so, dass meine nächsten Verwandten und Freunde dementsprechend eine sehr große Veränderung wahrgenommen haben in Form von, ich habe anders reagiert, ich gebe mich anders, ich strahle was anderes aus. Das war für mich so ein bisschen der Spiegel, was auch irgendwo wichtig ist, um Dinge dann auch zu erkennen, weil man sie selber nicht sieht. Das sind ja die anderen Blickwinkel. Wie war das denn bei dir? Also nach dieser Reise, wie war das dann gerade für die Leute, die eher versucht haben, davon abzuraten, aus welchen Gründen auch immer? Wie war das für die? Haben die eine große Veränderung oder zumindest eine Veränderung bemerkt? Ja, die haben tatsächlich eine Veränderung gemerkt, haben dann auch, oder sind dann auch von ihrem Standpunkt tatsächlich abgekommen. Ja, das ist auch so ein ganz interessantes Phänomen da gewesen. Die Leute, die mir das am Anfang eher versucht haben, schlecht zu reden, haben dann im Nachhinein, wo ich dann auch so mit meinen Geschichten gekommen bin, ja, und mal wieder ein bisschen mehr Kontakt mit den Leuten hatte, hat sich dann ganz oft rausgestellt. Also habe ich oft gehört, dass sie mich beneiden um die Erfahrung, die ich in der ganzen Zeit gemacht habe. Auch dieses Wachstum, wo da dann stattgefunden hat in mir. Und da war so eine Note mit dabei, dieses, ach Mensch, ich wollte sowas früher auch mal machen. Ja, also. Ja, ich Und habe es da ja hat schon fast gedacht, ja. Ja, genau. Und ja, und es war dann ganz interessant zu sehen. Und die Leute, die haben dann, und das hat mich dann auch nochmal in dem bestätigt, die Ziele, die wir haben oder das, was wir umsetzen möchten. Ich glaube, wir sollten da sehr, sehr wenig auf die Leute um uns herum hören. Ja, also das ist natürlich auch immer schwierig. Klar, deine engen Freunde sollte man schon auch hier und da zu Rate ziehen. Aber trotzdem, wenn man gewisses Ziel im Kopf hat
und es auch wirklich umsetzen möchte, dann sollte man nicht so sehr auf andere Leute hören, die es einem erstmal versuchen auszureden, weil, wie du es vorher auch schon mal angesprochen hast, es ist ja so, man will ein gewisses Ziel umsetzen und dann heißt es aber auch gleich, man kommt vielleicht in andere Kreise rein, man lernt andere Leute kennen, man hat dann vielleicht nicht mehr so viel Zeit für die Leute, die einem das dann ausreden möchten. Und das hat mir einfach gezeigt, folge deiner inneren Stimme, und die Leute, die nicht an dich glauben, werden dann im Nachhinein, werden sie trotzdem sagen, Mensch, hey, coole Sache, was er gemacht hat. Selbst wenn es nicht so ist, dann ist es auch okay. Aber das hat mir einfach nochmal gezeigt, ich sollte nicht so sehr viel oder nicht so sehr auf andere Menschen um mich herum hören, was meine Ziele angeht. Ja, weil oft ist da nämlich auch so ein Ding dabei, gerade in der Selbstständigkeit, könnte ich mir das auch vorstellen, Tobi, dass viele Leute sich früher auch schon mal selbstständig machen wollten und es dir dann aber ausgeredet haben oder selber unglücklich sind im Job und dann eher auf diese Schiene kommen, ach Mensch, komm, uns geht's doch allen so und jetzt bleib doch da, wo du bist und ne? Solche Geschichten. Ja, das ist halt das, also das spielt da natürlich auch die eigene Erfahrung immer eine Rolle, das ist ganz klar. Also generell mache ich das immer so, ich höre mir natürlich alles immer an, Vor- und Nachteile, das ist natürlich eine berechtigte Kritik auch manchmal und wenn das jemand schon mal durchgelebt hat quasi, diese ganze Situation und mal schon selber sowas gemacht hat und dann vielleicht nicht erfolgreich war, dann höre ich mir das natürlich auch gerne an, weil ich meine, er hat die Erfahrung live gemacht. Wenn es jemand macht oder jemand was sagt, der noch nie damit Berührungspunkte hat, dann ist es für mich so, ja, schön, habe ich jetzt mal gehört, aber ist jetzt deine Sache und deine Meinung. Trotzdem möchte ich eigentlich auch jeden da draußen nochmal bestärken, auch wenn jemand schon vielleicht negative Erfahrungen gemacht hat. Es gibt bestimmt auch einige, die auf so einer Reise auch gesagt haben, nee, es war nichts für ihn. Es war vielleicht doch nicht so wie gedacht. Macht es trotzdem. Also, das ist seine Erfahrung gewesen, nicht deine. Ist doch also, nie so, wie du dir was denkst. Genau. Es kommt nie so. Weil das ist halt der Punkt, wo ich halt darauf hinaus möchte. Also, selbst wenn jemand das schon erlebt hat, bei mir hat es auch nicht gefruchtet, selbstständig zu sein. Also, ich bin jetzt auch kein Millionär, ja, oder bin auch kein Entrepreneur oder wie auch immer, ja. Aber ich bin froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, auch die negativen Seiten gesehen habe, die positiven Seiten gesehen habe. Ich bin daraus anders rausgekommen aus dieser ganzen Situation. Ich bin tatsächlich in vielen Bereichen ein anderer Mensch geworden und von meiner Denkweise her auch komplett anders, als ich davor war. Und das hat einfach auch mich bestärkt zu sagen, ja, wenn ich was ausprobieren möchte, dann klar, mach dich natürlich über die Risiken schlau. Das ist ganz klar. Ich meine, wenn ich in ein anderes Land reingehe, gibt es bestimmt auch Länder jetzt, wo viele sagen, ist nicht gerade so prickelnd. Ja, aber trotzdem versuch's einfach. Also, es ist halt auch so eine Sache. Und, da hast du eine coole Frage gehabt, Patrick, vorhin, mit diesen Kulturen. Magst du ihn nochmal gerade stellen? Ja, klar. Also auch wenn Kevs Satz oder diese Ausführung gerade eben eigentlich perfekt so als ausklingendes Ding gewesen wäre. Aber es ist ja, was auch viele auch interessiert. Das sind eigentlich so zwei Fragen, die eigentlich übergehen. Das erste ist natürlich, gut, du hast jetzt alles für deine Zufriedenheit soweit, dass du starten kannst, erledigt. Das haben wir ja schon abgehandelt. Jetzt ist natürlich die Frage, in welche Länder bist du denn gegangen? Weil du hast ja selber gesagt, du weißt nicht ungefähr wohin. Deswegen einfach nur, welche Länder waren es denn dann und warum diese Länder? Und da ja jedes Land auch eine andere Kultur hat, die sich zwar jetzt nicht so ganz extrem unterscheidet, aber doch in den Nuancen teilweise schon sehr, sehr anders ist. Ich als Auswanderer kann das definitiv bestätigen, weil es für mich heute noch Dinge gibt hier in Nordspanien, die ein bisschen schwieriger zu greifen sind, aber auch für die anderen, weil ich natürlich auch eine andere Kultur her habe. Wie warst du da für dich auf die andere Kultur, die auf dich einwirkt, in ganz verschiedenen Facetten, da irgendwie was mitzunehmen? Oder wie hat dich das da so ein bisschen ja, wie sagt man so schön, beeinflusst vielleicht auch, ja. Ja. Also wenn wir mal zu den Ländern kommen, in denen ich war, es war so, ich habe eine Verbundenheit so durch Urlaubsreisen zu Frankreich gehabt oder habe das immer noch. Hauptsächlich dann die Côte d'Azur-Ecke. Sehr, sehr schön und habe dort auch Bekannte kennengelernt, also schon vor der Reise habe ich dort Leute gekannt
und habe mir dann gesagt, okay, das ist mein erstes Ziel. Also es war klar, eine Europareise. Ich wusste auch so ungefähr, in welche Länder ich gehen wollte. Ich wollte auf jeden Fall in den Süden. Ich wollte es warm um mich rum haben. Ich bin eher ein verfrorener Kerl und deshalb... Und ich wollte mich auch nicht so sehr ausstatten mit Heizung und etc. im Kino. Da bist du aber in Süddeutschland auch super aufgehoben, wenn du so verfroren bist. Ja. Ja, wobei ich mir trotzdem, auch im Winter, also die Jahreszeit jetzt, die gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Aber gut. Ja, jedenfalls bin ich dann als allererstes nach Südfrankreich gefahren. Ja, das war dann auch ganz witzig. Auf der Fahrt nach Frankreich hat mein Motor mal kurz gebrannt. Gebrannt? Ja, das war nur so eine Geschichte, die fällt mir gerade so ein. Wo ich nach Frankreich gefahren bin, ich habe ja viel an meinem Motor auch gemacht und habe dann bei einem Stirndeckel, habe da eine Dichtung ein bisschen verklemmt, also eine Öldichtung ein bisschen verklemmt untergebaut bin dann losgefahren, habe hier und da ein bisschen Öl verloren, musste unterwegs immer mal wieder Öl nachkippen. Und das Öl, was dann da so auf dem Motor war, und dann war da noch so ein heißer Krümmer. Und irgendwann hat das Ding dann angefangen zu brennen. So auf der Hälfte der Strecke. Gut, musste ich dann irgendwie löschen, das ging dann auch. Bin dann weitergefahren, bin dann nach 2 Tagen, ich wollte eigentlich in einem Tag durchfahren, bin dann nach 2 Tagen, ich bin mit dem Camper ehrlich gesagt gar nicht viel Probe gefahren. Ich bin damit eigentlich nur so ein bisschen um den Block gefahren, wusste auch gar nicht so richtig über die Endgeschwindigkeit Bescheid. Das war mir da alles, ich habe mir darüber nicht so viel Gedanken gemacht. Wichtig war einfach nur, das Fahrzeug fährt und ist technisch in gutem Zustand. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass so 80 km/h eine recht gute Reisegeschwindigkeit sind. Alles, was drüber ist, ist dann schon ja, grenzwertig. Höchstarbeit. Wurde sehr laut dann auch und schwammig dann vom Fahrwerk, weshalb ich dann 2 Tage knapp gebraucht habe mit einem Zwischenstopp. Und dann bin ich in Südfrankreich angekommen. Da war mir ja dann alles erstmal noch recht bekannt drumherum und da bin ich erstmal angekommen und habe sehr viel um mich rum besucht, sehr viel Dörfer und Städte besucht, habe mir da sehr viel angeschaut und habe das Ganze erstmal nur als Urlaub wahrgenommen. Mir war noch nicht so richtig bewusst, dass ich jetzt wirklich alles aufgegeben habe in Deutschland. Ich habe mein Auto, mein Motorrad, alles verkauft, Job gekündigt, wie gesagt, und habe mir dann ja auch dieses Open-End Ziel gesetzt. Ich habe gesagt, ich fahre jetzt los und mal gucken, wo ich lande, wie ich lande und wie weit ich komme mit dem Geld, das ich habe. Habe dann nach circa einem Monat mal realisiert, dass es jetzt erstmal nicht zurückgeht. Ja, das sind ja dann auch so gemischte Gefühle, die man dann so hat, mit Heimweh dann auch so ein bisschen verbunden, mit den Leuten, die man ja sonst so um sich rum hatte. Man hatte niemand mehr plötzlich. Aber warst du da immer noch in Frankreich nach diesem Monat? Ja, ich war immer noch. Also ich war, okay. Die erste Zeit, ich war 4 Monate war ich in Frankreich. Okay, doch so lange. Ja, genau. Natürlich an verschiedenen Orten dann, nicht immer an dem gleichen Ort. Mir ging es, wie gesagt, ja auch darum, ich hatte sehr, sehr viele Bücher dabei. Ich bin jeden Tag dann, ich hatte mein Fahrrad auch dabei, genau, das war auch ganz wichtig. Bin dann jeden Tag quasi an den Strand gefahren und habe gelesen und habe mich mit mir selber beschäftigt und habe da die Umwelt um mich rum, klar, natürlich die Schönheit der Natur, den Strand, das Wasser, die Sonne, das habe ich alles wahrgenommen. Die Menschen um mich rum oder die Kultur eher nicht so, die war eher so sekundär wichtig. Und klar, das, was dann so, was ich klären musste mit den Menschen um mich rum, das habe ich dann getan, aber auch nicht mehr. Sprich, ich habe da auch die Franzosen sehr oberflächlich nur kennengelernt. Generell zieht sich das eigentlich durch die ganze Reise. Ich habe die Kulturen relativ oberflächlich kennengelernt. Ich bin da gar nicht so sehr in die Tiefe. Ich wollte da eher in mich in die Tiefe gehen. Und bin dann recht lang in Frankreich gewesen, Südfrankreich. Habe dort dann auch Besuch bekommen von einem netten Mädel, das ich in Deutschland dann auch noch kennengelernt habe vor meiner Reise. Es war dann alles auch gar nicht so einfach. Wir haben uns kennengelernt, wir haben uns irgendwie dann auch lieben gelernt. Ich hatte aber schon dieses Ziel, loszufahren, zu reisen.
Sie wusste das dann auch, es war alles nicht ganz so einfach. Jedenfalls bin ich dann eben im April wirklich gefahren. Und wir haben uns dann insoweit geeinigt, dass sie mich ab und zu mal besuchen kommt. Und das fand ich dann auch ganz schön und das hat sie dann auch gemacht. Zweimal in Frankreich in diesen 4 Monaten. Und ja, ich meine, sie war dann jemand, die war auch unglücklich. Ich meine, ich schweife jetzt wieder sehr ab, aber es gibt so viel einfach zu erzählen. genau, sie war auch unglücklich in ihrem Leben, in ihrem Beruf, war überhaupt nicht glücklich und hat sich auch sehr viele Fragen gestellt, wo sie keine Antworten zu hatte. Und ich habe dann auch dazu geraten, so Mensch, mach das doch auch, so ganz locker über die Schulter. Ich war ja schon dabei, also für mich war das dann einfach gesagt, für sie eher schwer. Klar, Wohnung, Job, alles drumherum, irgendwie müsste man dann abbrechen. Hat sie dann immer so weggetan, hat gesagt, nee, das könntest du nicht. Und Sicherheit, also ein sehr, sehr sicherheitsbezogener Mensch, und konnte sich das gar nicht vorstellen. Jedenfalls nach der zweiten Reise ist sie dann nach Hause gefahren. Ich war wieder allein auf mich gestellt, bin dann nach Italien gefahren, was ich ursprünglich gar nicht geplant hatte. Okay, also nicht noch weiter in Westen rüber, sondern doch nochmal Südosten. Genau, richtig. Und bin dann direkt nach Italien, war dann auch lange mit ihr dann noch in Gesprächen, Telefonaten. Wir haben sehr viel telefoniert, bis sie mir dann in Italien irgendwann mal erzählt hat, Mensch, ich mache das auch. Und Und ganz kurz, da muss ich jetzt wirklich mal. Es ist wahrscheinlich, das werden sich wahrscheinlich jetzt gerade auch sehr viele andere Leute draußen fragen. ja. Du hast für dich diesen Entschluss gefasst, aus deiner Komfortzone zu gehen, dich besser kennenzulernen, dein Glück zu finden, auch wenn du mit der anderen Person Glück entwickelst, aber das ist ja doch eher ausgelagert, ne? Weil sich das dann ergänzt. Aber so eine Sache beeinflusst ja dann doch schon extrem dein eigentliches Ding, was du ja machen wolltest, weil es lenkt ab in gewisser Weise, gerade wenn man frisch zusammen ist, da ist man dann schon sehr abgelenkt, was vieles betrifft, was normal ist. Und vor allen Dingen, was zwar für die Beziehung sehr gut sein kann, ist, was man dort erfährt, aber es kann natürlich auch schon sehr einer selber ein bisschen zurückbleiben, weil man sich doch schon sehr auf die andere Person fixiert und vielleicht auch kümmern möchte. Warum hast du dann dennoch gesagt, okay, lass es machen und lass es zu zweit machen. Hast du irgendwas daraus versprochen, jetzt außerhalb von der Beziehung, die gesteckt wird, sondern für dich? Also ich sehr, sehr interessante Frage. Gerne. Jetzt Moment mal. ja, es ist tatsächlich so gewesen, dass wo ich die Information bekommen habe, wusste ich erstmal nicht so richtig, was ich damit anfangen sollte. Klar, ich habe ihr ja anfangs auch gesagt, Mensch, mach das auch und komm doch mit dazu und sowas. Aber wo dann tatsächlich dieser Entschluss gefallen ist, habe ich auch erst gedacht, oh, da könnte jetzt was für mich in Gefahr sein. Ja, so, oh, mach's doch nicht. Und sie hat alles gekündigt. Das ist natürlich auch gefährlich, ne? Absolut, natürlich, absolut. Und habe mir das dann auch wirklich sehr lang überlegt, war dann erstmal wieder in so einer kleinen Krise drin, so, oh Mensch, da ändert sich jetzt wieder so viel, was ich ja eigentlich, wie du auch schon gesagt hast, gar nicht wollte. Ich wollte ja allein sein. Ich wollte ja mit meinen Gedanken klarkommen und wollte mich nicht ablenken. So, und genau das tritt ja dann ein, wenn eine zweite Person dazu kommt. Man ist dann auch so mit der Kultur oder mit den Leuten um sich rum dann gar nicht mehr so sehr, oder man ist auf die nicht mehr so sehr angewiesen, sondern man ist ja zu zweit. Man kann Probleme etc. alles so in sich besprechen. Man ist ja schon eine Gruppe. Und wenn man alleine ist, dann hat man natürlich auch viel schneller Kontakt mit anderen Menschen und ist dann auch gezwungen, Kontakt aufzunehmen. Ja, du bist, ich glaube, das Wichtige ist, du bist nicht alleine mit dir. Das ist Ja. ja schwierig für viele auch heutzutage. Man kennt es selber. Oh fuck, ich bin alleine mit mir. Verdammte Kacke, was ist jetzt los? Ja, dann kommt ja die Angst bei vielen ja auch. Oder ja, da ist ja irgendwas los. Du hast ja dann im Endeffekt eine gewisse Sicherheit dazu geholt, auch wenn diese Person, nehmen wir es jetzt mal so, circa 4 Monate hinter dem war, ne, oder da 4 Monate, wo du 4 Monate davor gewesen bist. Schon, es kann kontrovers rüberkommen, auch wenn es verständlich ist.
Nee, absolut. Also ich muss dazu sagen, wäre sie von Anfang an mit dabei gewesen oder wäre sie, hätte sie da schon die Entscheidung getroffen, hätte ich wahrscheinlich ein großes Problem gehabt. Dann hätte ich mit Sicherheit nicht das für mich entdeckt, was ich entdecken wollte. Der Vorteil des Ganzen war, ich war schon 5 Monate allein unterwegs. Bis sie dann, also dann irgendwo 5,5 Monate, also knapp ein halbes Jahr war ich dann unterwegs, bis sie dann dazu kam. Sprich, ich hatte schon sehr, sehr viel Zeit mit mir alleine, mit meinen Gedanken. Ich habe dann fast alle Bücher auch schon irgendwie durchgehabt. Und fand es dann auch ganz interessant, so das, was ich mir jetzt dann auch so das letzte halbe Jahr versucht habe anzueignen, das jetzt eine Person weiterzugeben, die an dem gleichen Punkt steht, wo ich vor 6 Monaten stand oder vor 8 Monaten stand. Das war dann auch wieder so ein ganz interessantes Ding, wo ich gesagt habe, naja, lass uns doch dann den Weg gemeinsam gehen. Und wenn sie eben gleich denkt wie ich und wenn sie auch diese Fragen hat, dann lass uns den Weg doch gemeinsam gehen. Ich habe schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, kann dir hier und da vielleicht ein bisschen unterstützen. Und dann habe ich mich recht schnell mit der Situation dann angefreundet und habe gesagt, okay, die 5 Monate oder 6 Monate, die ich davor hatte, die haben mir jetzt sehr, sehr, sehr viel gebracht. Diese Veränderung, die jetzt reinkommt, da war ich mir bewusst, die wird mir auch sehr, sehr viel bringen. Vielleicht nicht in diesem Bereich, der was, ja, oder doch schon auch. Weil ich meine, gerade in der Beziehung, ja, also da kann, wenn man dann auch allein ist oder zusammen unterwegs ist und keine äußeren Umflüsse hat, dann kann man sich sehr, sehr gut auf sich konzentrieren, auf die Beziehung konzentrieren. Was einem dann auch sehr hilft. Also mir hat es sehr viel geholfen, auch so zu dem Thema Liebe und sowas stand ich davor auch noch mal ein bisschen anders. Also es hat mir dann einfach in anderen Bereichen sehr viel geholfen. Da gibt es ja so einen guten Spruch, den ich schon oft gehört hatte, oder was heißt oft gehört nicht, aber in dem Bereich, in dem ich ja unterwegs bin, und dem kann ich einfach nur beistimmen. Ich weiß nicht, warum Tobi gerade schon wieder so dreckig und komisch grinst. Love has always the taste of freedom. Ja. Ich dachte, jetzt Und kommt also, okay. dem kann ich halt absolut zustimmen. Und ich glaube, auch in die Richtung geht auch das, was du gesagt hast. Man ist zwar zu zweit, aber jeder entwickelt sich ja für sich selbst auch. Ich sehe das immer so. Und meine Frau hat mal was sehr, sehr Schönes zu mir gesagt, wo ein anderer Kollege damals gesagt hat, das ist aber schon ziemlich hart, wo ich gedacht, diesen Blickwinkel hatte ich nicht, das ist hart, weil ich weiß, wie sie es meinte. Sie hat gesagt, pass auf, ich bin mit dir zusammen, weil ich es möchte, nicht weil ich dich brauche. Und ich glaube, das ist so das Beste, was deine Frau dir sagen kann oder deine Partnerin oder Partner. Weil wenn dich jemand braucht, dann beschäftigt sich die Person nicht unbedingt mit sich selber und heftet sich an dich und du hast im Endeffekt eine Bürde. Du musst diese Person irgendwie durchschleppen. Wenn aber die Person mit dem freien Willen, mit dem beständigen Leben, was die Person hat, mit allem drum und dran, was ihr Leben beinhaltet und auch die Probleme, die kommen, wenn ein zweiter Partner kommt, gerade in meinem Bereich, ich bin relativ schnell ausgewandert, was ich so nie gemacht hätte. Also nie und nimmer. Ich kannte die Sprache nicht und so weiter. Das hat sich alles so ergeben und ich rate das auch niemandem. Macht es nicht. Ja, also mindestens die Sprache solltest du können. Und ich war für mich ja auch, ich war irgendwo unzufrieden, weil ich unvorbereitet, gefühlt total unvorbereitet dahingegangen bin. Es ging im Endeffekt schon gut, aber es kamen natürlich viele Probleme und viele Prüfungen für die Beziehung dazu. Wenn deine Frau so, trotzdem sowas sagt, das stellt für mich ein Ich liebe dich in Schatten, weil da ist Ich liebe dich schon so oft mit drin in diesem Spruch oder in diesem Satz. Deswegen weiß ich, was du meinst. Ich wollte das nur fragen, weil das ist, glaube ich, die gängige Frage, die ich dir gestellt hatte, die sich draußen viele stellen, aber du hast für meine Begriffe, meine Denkweise genau die richtige Antwort gegeben, weil du das genauso siehst. Jeder ist für sich irgendwo alleine. Du hast trotzdem Prüfungen, die du alleine zu zweit auch irgendwo meistern musst, für dich als Paar einen Weg finden musst, der nicht zu 100% auch dein Weg sein kann, weil eine Beziehung immer ein gewisser Kompromiss ist, der auf irgendwas, auf die Zukunft zusammen fokussiert ist, was sich auch immer ändern kann. Und dadurch hast du eine komplett andere Dynamik in der Sache drin, zu dem, was du für dich
circa 8 Monate vorher als Ziel gesetzt hattest. Und ich habe die Frage auch für mich so ein bisschen auch so gestellt, weil ich dich so ein bisschen hinterfragen wollte, was nicht hinterfotzig sein soll. Aber ich möchte natürlich auch wissen, was hast du so für eine Denkweise mitgenommen? Was nimmst du mit? Und wirkt es authentisch? Und auf mich wirkt es absolut authentisch, weil dahinter nicht nur eine Idee steckt oder eine Phrase oder ich mache ja nur Urlaub dort, was dir auch Leute an den Kopf geworfen haben, sondern du hast dich damit befasst, du hast versucht, Dinge rauszuziehen aus dem ganzen Erlebnis, die dich weiterbringen und hast das dann sogar noch mit dem Partner machen können, was eine Beziehung und auch Persönlichkeit sehr, sehr, sehr wachsen lassen kann und festigen kann. Deswegen tut mir leid, wenn die ein bisschen hinterfotzig rüberkam, die Frage, aber für mich ist es immer auch hat eine gewisse Wichtigkeit, weil es gibt sehr viele Leute da draußen, die auch auf den ersten Blick eine gewisse Inspiration mitbringen. Und wenn du ein bisschen ins Detail gehst, wenig bis gar nichts daraus mitgenommen haben, was dann sehr, sehr schade ist, was ich dann sehr schade für die Person finde. Ja, weil es ein sehr oberflächlicher Eindruck ist und nicht das, worauf man abzielt. Wir sind schon auf eine Stunde, aber das ist so interessant. Ich habe ja noch gefragt, welche Länder das waren. Und dann müssen wir auch schon langsam zum Ende kommen, weil wir natürlich für unseren Podcast auch noch das eine oder andere haben, was sich geändert hatte. Aber das will ich natürlich noch sehr, sehr gerne wissen, welchen Ländern du warst und sehr, sehr, sehr gerne, und ich denke, da spreche ich auch für Tobi, nochmal so ein Schlusswort, das dann wirklich von dir kommt in der Hinsicht, was vielleicht dem einen oder anderen da draußen diesen kleinen Arschtritt oder Kick geben kann, die vielleicht auch, wenn es in der Corona-Situation wirklich sehr, sehr schwierig ist, aber sich zumindest mit dem Gedanken anfreunden kann und auch diese Denkprozesse zu bekommen, um sobald Corona uns wieder aus seinen Fesseln entlässt, dann eben genau so eine Sache starten kann für sich selber. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir das vielleicht noch irgendwie unterbringen können in dem Podcast. Ja, schön. Also wenn wir dann kurz noch zu den Ländern kommen, Frankreich, Italien, Spanien und Portugal. Das waren die Länder, in denen wir dann waren, zusammen. Frankreich, Italien war ich alleine, Spanien und Portugal kam meine Freundin mit dazu. Portugal war das i-Tüpfelchen, die Algarve wunderschön, also jeder, der die Möglichkeit hat, geht an die, oh, gut, ich soll das vielleicht nicht sagen, dann wird es touristisch überlaufen, ne? Das mögen wir ja nicht so. Du, das ist so weit im Süden, das ist so weit von mir weg, geht an die Algarve, ja. Nordspanien, regnerisch, Atlantik ist nicht so warm, geht Algarve. Nee, also wunderschön. Portugal, glaube ich, das schönste Land mit der schönsten unberührten Natur, die wir sonst so nicht gesehen haben. Nach Galizien. Okay, ja. Genau. Ein Schlusswort. Wenn du möchtest. Ein bisschen zu komprimieren. Ich würde gern jedem so ein bisschen an die Hand geben, mal sich selber und das Beständige in sich selber mal wieder zu hinterfragen. Seine Denkweisen zu hinterfragen, seine Ziele zu hinterfragen. Mache ich jetzt gerade in dem Moment genau das, wo ich dann in 5 Jahren sein möchte? Ja, also das, was mir die Ergebnisse schafft, wo ich in 5 Jahren brauche. Oder sich einfach mal Gedanken zu machen, wo möchte ich in 5 oder 10 Jahren sein, um dann eben den richtigen Weg zu gehen. Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo ich hier und da so in meinem Umfeld auch merke, dass das nicht gemacht wird. Man reagiert ganz, ganz oft. Man nimmt das, was kommt, nimmt man und davon halt das Beste irgendwie. Aber ob das jetzt das Beste für einen selber ist, weiß ich nicht. Das vielleicht bewusst mal wahrzunehmen. Ja. Super. Besser geht's eigentlich nicht. Ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall am Ende. Ich bin total am Ende. Moralisch total am Ende, immer, an jeder Folge. Also, wenn es nach mir geht, noch stundenlang quatschen. Das soll aber auch nicht aus der Welt sein. Also wir haben auch Rückläufe bekommen. Ein guter Freund von mir, Fotograf aus Österreich. Da wird es auf jeden Fall noch eine zweite Folge geben. Also von uns aus kein Ding, weil wir hatten es ja vorher schon gesagt, das ist so ein riesen komplexes Ding. Kann man bestimmt, wenn die Resonanz dann auch da ist und die Leute wollen, von mir aus steht es definitiv frei, gerne irgendwann nochmal eine zweite Auflage von machen. Sehr, sehr gerne. Schreibt uns, ne? Auf unseren Socials. OnlyFans für Tobi.
Sorry, ich muss unterbrechen. Ganz wichtig da auch noch, ich bin tatsächlich gerade dran, die Reise so ein bisschen aufzuarbeiten. Ich habe währenddessen die Reise nicht in Social Media geteilt mit den Leuten. Habe jetzt vor ein paar Monaten damit angefangen, tatsächlich die ganzen Bilder, die da entstanden sind, die Geschichten in Instagram so ein bisschen zu verpacken, um da auch eine gewisse Inspiration vielleicht für den einen oder anderen zu sein und um das Ganze für mich nochmal zu verarbeiten, jetzt auch nach so einer langen Zeit, um hier und da nochmal ganz andere Erkenntnisse aus ganz vielen Situationen rauszuziehen. Genau, also wenn ihr möchtet, dann könnt ihr das bestimmt auch Ja, werden wir dann linken verlinken. mein Instagram-Profil und dann Sehr genau gerne. Einfach Links das raushauen. verfolgen. Aber an die Super. Damen nochmal, er hat eine Freundin, also ruhig, ja? Und natürlich auch gerne Fragen stellen auf unseren Socials, genau, Backenbartbrüder. Auf Twitter sind wir sind auf Instagram. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Einfach raushauen, ne? Verlinkungen findet ihr immer unter Video und natürlich auch in auf unserer Podcast-Webseite. Unten in den Kommentaren natürlich auch, Genau. logischerweise. Es hat sich nochmal was geändert. Die ein oder anderen haben es vielleicht gemerkt. Wir haben unser Patreon komplett umgekrempelt und alles, was dort eben eingenommen wird, wird in den Podcast gesteckt. Ob das diverse Abos sind für die Software, für die Webseiten, für Social Media, für allem drum und dran. Vielen lieben Dank an die Leute, die uns unterstützen. Wir haben drei Pakete zur Auswahl. Wir haben es schon von vornherein gesagt, unser Content soll für alle zugänglich sein. Das ist eine Unterstützung. Was eventuell vielleicht mal sein kann, ist, dass wir die eine oder andere Live-Show machen und die dann eben exklusiv auf Patreon hochladen. Aber das ist etwas komplett aus der Reihe. Das hat nichts mit dem normalen Podcast an sich zu tun. Die normalen Folgen bekommt ihr alle. Also wer da möchte, kann uns ja gerne unterstützen. Wenn nicht, kein Problem. Wir unterscheiden da jetzt nicht, ob jemand schlechter oder besser ist. Aber es ist natürlich eine große Hilfe. Dadurch war schon einiges möglich. Genau, das war's. Leute, wir wünschen euch in der komischen Zeit frohe Weihnachten. Guckt, dass ihr doch vielleicht irgendwie, in Spanien ist ein bisschen anders im Moment noch als in Deutschland. Das, was ihr jetzt habt, das kenne ich alle schon. Auch ich war, glaube ich, 3 Monate selber schon in Quarantäne gewesen, plus unser Land war im Endeffekt komplett zu. Macht das Beste draus. Nimmt vielleicht das auch als Inspiration, was er gesagt hat, um auf andere Gedanken zu kommen. Gerade jetzt Winter. Es wird schnell dunkel. Man kennt es selber, wenn ihr irgendwelche Probleme habt mit eurem Kopf, wenn euch komische Gedanken kommen, macht keinen Scheiß da draußen. Ja? Redet mit der Familie, redet mit Freunden, das ist da. Es gibt Internet, ruft da mal jemand an. Und wenn das nicht hilft, gibt es immer noch professionelle Hilfe, die ihr anrufen könnt. Aber macht da bitte keinen Mist, weil das bringt nichts. Ist keine Lösung. Wir sind für euch dann wieder da am, Tobi, glaube ich, 3. Januar, kann das sein? Kann gut sein. Also im nächsten Jahr erst. Das ist die letzte Folge dieses Jahr. Deswegen Genau. nochmal ein Abschluss dafür. Da wird es auf jeden Fall einen Rückblick geben, so einen kleinen Rückblick diesbezüglich. Und wir haben auch jetzt schon wieder Gäste fürs nächste Jahr. Wie gesagt, wir haben jemanden von der Autismus-Stiftung, wir haben einen Musikproduzenten und DJ mit dabei, was ein guter Freund von mir ist, der analoge Musik macht. Boah, wir haben noch Kubi kommt noch mal zurück. Cigaro ist auch, hat zugesagt, ein großer YouTuber. Freue ich mich auch schon riesig drauf und eventuell auch mit Kev dann nochmal eine zweite Runde. Das würde mich nämlich auch freuen. Von mir dann das Schlusswort. Kev, vielen, vielen lieben Dank, dass du dich bereit erklärt hast. War super spannend. Gerne auch weiter Kontakt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann werde ich alles an dich richten, was ich dann über Tobi dann weiterleite. Ja? Nein, wie gesagt, wirklich inspirierend. Auch finde ich schön, dass es Leute gibt, die das machen. Die versuchen, über den Tellerrand zu gucken. In dem Fall ziehe ich da auch ein bisschen meinen Hut vor, weil da gibt es nicht so viele, die sich das dann auch nicht nur zutrauen, sondern auch durchziehen. Das soll es auch von mir gewesen sein. Von meiner Seite aus, Leute, Feliz Navidad. Und wir singen jetzt nicht Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Gutes neues Jahr. Kommt gut rein und lasst uns alle mal hoffen, dass ja, die Corona-Fiesta da jetzt mal endlich ein Ende findet, weil es reicht dann auch langsam. In dem Fall gehe ich mein Wort ab an Tobi, unseren Beauftragten für OnlyFans und der Frauenbeauftragte. Nein, also wer noch möchte, er ist auch noch Single, von dem her passt das schon. Tobi,
Toll. Es ist so schön angefangen und so geendet, ja. Gerne. Nein, ich will auch nur bedanken bei dir, Kev, dass du dabei gewesen bist, dass du Ja gesagt hast zu diesem chaotischen Verein hier. Es war mega interessant auf jeden Fall, deine Einblicke, deine Eindrücke eben mitzukriegen und ich hoffe, dass es dich da draußen einfach auch ein bisschen inspiriert hat, über gewisse Dinge nachzudenken und auch vielleicht mal zu sagen, yo, warum nicht? Ich probiere das einfach aus. Und gerne auch nochmal bei ihm vorbeischauen auf den Socials. Ich bin auch gespannt, was dazu kommt, was er so erlebt hat auf der Reise. Wenn er das nochmal Revue passieren lässt, bin ich auch da am Lesen auf jeden Fall. Lasst ihm auch einen Kommentar und ein Like da natürlich und natürlich unsere Seite auch, wenn ihr schon dabei seid. Hallo. Wenn ihr das Handy habt, haut da rein. Auch von mir aus, schöne Feiertage, passt auf euch auf. Schöne Weihnachten, rutscht gut rein. Verbringt Zeit mit euren Lieben, solange es geht. Und wir hören uns nächstes Jahr wieder zum Rückblick. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Und ja, bis nächstes Jahr. Hasta la próxima. Vielen Dank. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ciao.